Nichts los hier? Oh doch! Hallo liebe Zuschauer, ob im Winter bei minus 10 Grad oder im Sommer bei 35 Grad, der Lauftreff Lausitz ist eigentlich immer sportlich aktiv. Neben mir steht jetzt Manfred Grüneberg, der Vorsitzende. Nun, ihr werbt ja damit, dass eigentlich jeder laufen kann. Stimmt das denn auch? Ja, der Mensch ist zum Laufen eigentlich geboren. Und insofern stimmt das auf jeden Fall. Ich würde es immer unterstreichen. Jeder kann laufen. Entscheidend ist der Wille. Wer Interesse an dem Sport hat, wie sollte man denn am besten anfangen? Es ist eine Einstellung, die ich im Kopf erstmal entscheiden muss. Ich muss es wollen. Ich muss mich motivieren lassen wollen. Und dann gelingt es auch. Dann heißt es eigentlich, die Schuhe, die ich habe, anziehen und einfach rausgehen und loslegen. Alles andere sind die nächsten Schritte, die sich darauf aufbauen. Besseres Schuhwerk, bisschen Informationen sammeln, was dazugehört. Aber immer wieder bleibt die entscheidende Frage, ich muss rausgehen, ich muss es tun. Es gibt ja eine kleine Scheu vor dem Sport, weil man sagt, die Knie, die Gelenke werden mit der Zeit jetzt nicht so schön belastet dadurch. Stimmt das denn? Ist auch ein Gerücht, was nicht haltbar so ist. Wenn man sich die Gesundheitsstrukturen in der Stadt und anderswo anschaut, dann haben eigentlich die meisten Knieprobleme und Hüftprobleme und ähnliche Sachen Personen in der Stadt, die keinen Sport treiben. Also ohne Sport kann ich mir die gleichen Probleme viel, viel eher zuziehen. Verschleißerscheinungen haben nichts mit dem Laufsport an sich zu tun. Der Laufsport ist eigentlich eine recht schonende Sportform. Und hier gibt es auch einen gravierenden Unterschied zum Sprint. Der Sprinter hat wesentlich höhere Aufprallkräfte als der Ausdauerläufer. Und insofern würde ich sagen, Ausdauerlauf und Walking haben einen ähnlich gemäßigten Bereich, knieschonend, hüftschonend und insofern für jedermann geeignet. Also welche Ziele sollte man sich als Anfänger stecken? Auch hier ist es wichtig, dass die Ziele weder zu klein noch zu hoch gesteckt sind. Der Läufer oder der angehende Läufer braucht keine Scheu davor haben, sich eine Strecke von 2 Kilometer zum Anfang vorzunehmen. Das allmählich zu steigern in den 5-Kilometer-Bereich und ich glaube schon nach 1-2 Monaten Training sollten 10 Kilometer Läufe drin sein. Wir reden hier, wie gesagt, immer vom volkssportlichen Laufen und trotzdem kann es hier auch auf Zeiten bei 10 Kilometer unter einer Stunde schnell gehen. Wenn man realistisch ist, wann kann man sozusagen den ersten Halbmarathon oder den ersten Marathon bestreiten? Das Ziel eines Halbmarathons und eines Marathons ist für jeden Läufer eine ganz edle und wichtige Angelegenheit. Das Ziel, sich selbst zu formulieren, ist wichtig. Dabei sollte man aber trotzdem auch die Realität nicht aus dem Auge verlieren. Hier ist es sehr unterschiedlich von der sportlichen Leistungsbreite unserer Bevölkerung. Wir haben beispielsweise trainierte Sportler, die in anderen Sportarten schon aktiv gewesen sind, die können natürlich wesentlich schneller das Ziel Halbmarathon, wir sprechen hier immerhin von 21 Kilometer, realisieren oder später auch natürlich den Marathon. Der Marathon ist die Königsdisziplin und jeder Läufer, der jetzt sage ich mal 1-2 Jahre läuft und sich das nicht als Zielstellung vornimmt, glaube ich, wird nicht lange am Laufen Freude haben. Es gehört einfach dazu. Es ist die Königsdisziplin, der Marathon. Du bist ja der Erste in Hoyerswerda, der jetzt schon 100 Marathons absolviert hat. Was denkst du, wie motivierst du dich immer wieder für diese 42 Kilometer? Wenn ich 42 Kilometer geschafft habe, 100 Marathonläufe ein Stück, ich mag es manchmal selber kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Mich hat selber eigentlich immer wieder vorangebracht, dass ich nach dem Lauf nicht irgendwo in den Tief gefallen bin, sondern eigentlich die Motivation, das Ziel eines nächsten Marathons schon in der Form fixiert gewesen ist. Sei es auf dem Papier, sei es in der Urlaubsplanung oder sei es als Vision im Kopf. Also ich durfte das Ziel nie aus dem Auge verlieren. Und wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann ist es möglich, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann sollte man es auch tun. Und insofern, glaube ich, kämpft man sich, freut man sich auf den nächsten Marathon. Und so habe ich irgendwann mal das Ziel mit 100 geschafft. 25 Jahre habe ich dafür allerdings auch gebraucht. Wie würdest du den anderen Anfängern vielleicht so einen Marathon schönreden? Nicht einfach immer nur diesen Slogan aufgreifen, irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer und ich warte dort drauf. Ne? Das ist es nicht. Es fällt natürlich oberhalb der 30 Kilometer immer schwieriger, am Ende die 42 reinzulaufen. Aber die Freude darauf hinzuarbeiten, Schritt für Schritt zu tun. Und wenn ich dann bei 30 angekommen bin, dann gibt es nur ganz, ganz wenige, die dann noch das Handtuch werfen. Dann weiß man eigentlich, auch wenn es dann schwieriger wird, dass man das Ziel 42 Kilometer erreichen kann. Und das ist das Schöne dabei. Und ich glaube, wer einmal das Finish
eines 42-Kilometer-Laufes erreicht hat, der wird auch ganz schnell den Unterschied merken zu den Mittelklasse-Läufen, zu den Kurzstreckenläufen. Es ist unglaublich. Man hat eine Befriedigung und man weiß, dass man echt für Körper, für Seele und für sich selbst entscheidend was beigetragen hat. Auch in diesem Jahr findet wieder der 24-Stunden-Europalauf statt. Was ist das und wie funktioniert das Ganze? Ich höre immer wieder von den einen oder anderen, der sagt, 24 Stunden am Stück, ihr seid ja verrückt. Das ist aber nur scheinbar richtig. Vielleicht können sich der eine oder andere Ältere an den Film erinnern, nur Pferden gibt man den Gnadenschuss mit Jane Fonda. Das war auch ein 24-Stunden-Tanzturnier gewesen, aber da ging es um ganz andere Sachen. Da ging es um Erhaltung der Lebensqualität, Verdienst, Abfassen der Siegprämie, um am Leben weiter zu erhalten zu bleiben. Wir, unsere Sportler, die zum 24-Stunden-Lauf kommen, die unterziehen sich dieser Tortur in Anführungsstrichen freiwillig. Sie haben Spaß daran, an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Sicher kann den 24-Stunden-Lauf in Hoyerswerda nur von ganz wenigen Bürgern am Ende ausgerichtet werden oder bewältigt werden. Aber man kann sich rantasten über die Stufen, die wir schon eingehend besprochen haben, Halbmarathon, Marathon. Wir bieten im Rahmen dieses 24-Stunden-Laufes auch in diesem Jahr wieder den Mitternachtsmarathon an, der von Intersport gefördert wird. Und wir haben neben den 6-Stunden-Lauf, 12-Stunden-Lauf natürlich den 24-Stunden-Lauf. Und neu in diesem Jahr, um die Palette der Ausdauerdisziplin der Leichtathletik auch komplett zu haben, haben wir am Sonntagvormittag, am 19. Juni, das erste Mal einen Halbmarathon im Programm. Und wer hier wirklich jetzt im Winter anfängt mit Training, beispielsweise bei unserem Winterlauftreff im Januar, Februar, den wir durchführen, zum 16. Mal übrigens schon, der hat kein Problem, 3 Monate, 4 Monate später im Juni bei uns dann den Halbmarathon zu laufen. Und wer sich da das Ziel beispielsweise stellt, Jahr für Jahr ein Stück zuzulegen, den traue ich auch zu, dass er am Ende erfolgreich 24 Stunden in Hoyerswerda am Lausitzbad schaffen kann. Der Norweger Johan Flint Jensen hat es uns vorgemacht, wie weit es gehen kann. 232 Kilometer, das ist der Streckenrekord. Der muss nicht geknackt werden von Hoyerswerda, aber der ein oder andere Teilnehmer, den würde ich mir schon mehr wünschen zu unserer Veranstaltung, die, denke ich mal, ganz, ganz wichtig für Hoyerswerda auch ist. Du hast es gerade schon angesprochen, im Februar gibt es noch eine Veranstaltung bei euch. Welche? Na, das ist der Winterlauftreff. Wir führen den seit Januar schon durch und werden den am, glaube ich, Anfang März dann abschließen. Es wird Zertifikate für alle Teilnehmer geben und ich glaube, die das geschafft haben, im Januar, Februar regelmäßig bei Eis und Schnee rauszugehen, zu laufen, sich zu verbessern, die haben auch keine Probleme, über das ganze Jahr sportlich aktiv zu sein. Vielen Dank für das kurze Interview. Besten Dank.